Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Und es ist halt richtig lustig. Vielleicht habt ihr schon im Titel gelesen. Eine 6-Jährige wird Spielsachen aufs Härteste testen. Meine Nichte Jana. Lasst im Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Und wir haben euch auf Instagram natürlich gefragt, was für Spielsachen sollen wir denn kaufen? Wir nehmen jetzt gleich eine Story für Instagram auf, wo wir fragen, was wir denn so kaufen sollen. Wir haben nicht so viel Plan. Und vielleicht hat ja irgendjemand einen super mega coolen Geheimtipp. Es gibt die coolsten Sachen. Es gibt einen ganzen Laden voll. Hallo. Freu mich. Wir stehen hier gerade vor einem riesengroßen Spielzeugladen, vor einem Paradies. Und da brauchen wir natürlich eure Hilfe. Das letzte Mal, als wir hier waren, hat es mega geschüttet und heute ist der Schneesturm am Start. Ist das ein Zeichen? Laufen wir lieber. Wie cool sind die denn? Was gibt es denn hier cooles? Fancy Falls. Zeig mal. Oh, hallo, Tiran. Bist du's? Und das bin eindeutig ich. Sorry, Vicky. Okay, Leute, was ist das hier eigentlich? Wir sehen es schon überall. Da gibt's 8 Millionen Sachen. Hier lang, alles voll damit. Ich glaube, das ist der neue Trend, ne? Wir müssen ein gutes wählen. Da ist irgendein Tier drin. Wir werden sie jetzt auch gleich reinholen. Die Spielzeuge sind natürlich versteckt. Unter einem rosa Fell. Jetzt sind sie wieder frei. Ich muss es wieder reparieren. Es sind einfach mal die coolsten Sachen. Ihr habt uns natürlich auch wie immer die coolsten Tipps gegeben. Eigentlich hätten wir noch viel mehr kaufen können. Wir könnten locker einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Teil machen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das wollt, wenn ihr das cool findet. Dann folgen weitere Teile. Na dann, los geht's, oder? Wir haben da hinten die Sachen versteckt, die du dann gleich testen darfst. Sollen wir mit der größten anfangen? Ja, okay. Du darfst deine ehrliche Meinung sagen, du darfst sagen, wie du das findest und du darfst alles aufreißen und machen damit, wie du willst. Du bist jetzt offizieller Spielzeugtester. Und danach darfst du es auch mit heimnehmen. Oh, da werden die Augen groß. Ich hole mal hier. Ups. Tada! Was ist das? So. Soll ich es aufschneiden? Ich glaube, gleich. Jana hat gesagt, sie denkt, sie vermutet schon, was drin ist. Ich glaube, es ist ein Einhorn. Es hat schon mal ein Horn, ja. Ein Wischherz. Da ist ein Donut drauf. Glaubst du, das kann man noch aufmachen? Achso, da. Ich sehe es. Ein Monster! Aber es hat ein Horn. Und guck mal, ganz lange Ohren. Was ist das denn? Ein Hasenhörnchen? Ist das süß? Ja, ich glaube, es ist ein Hasenhörnchen. Und das Herz, kann man das da drauf klipsen? Ja. Das ist ja süß. Wir haben das. Ah ja, und wie heißt das? Scout. Ich krieg es nicht rein. Findest du den süß oder schaut der komisch aus? Süß. Ich hab's gleich. Ja, es hat geknackt. Da muss man Gewalt anwenden, Leute. Jetzt. Ich hab's angebracht. Jetzt hast du ein Monster. Sollen wir einen neuen Namen geben? Gefällt dir Scout? Nee. Okay, wie nennen wir es? Suri habe ich schon. Suri können wir es nicht auch wieder nennen, gell? Nee. Wen hast du Suri genannt? Und? Was kann der? Bellen, 12 Befehle. Aber also ich kann dich leider nicht hinsetzen. Okay, dann können wir es nicht Suri nennen. Dann vielleicht, was fällt dir ein? Billy habe ich auch schon meinen Hund genannt. Suri und Billy ist schon vergeben. Dann nennen wir sie... Lisa? Okay, das ist Lisa. Lisa, das Einhornmonster mit den großen Hasenohren. Ich gebe das nicht. Fangst du? Den habe ich unten schon gesehen. Hast du schon gespickt in unsere Tüte? Ja, habe ich schon gesehen. Und wie ist der? Der auch leuchten. Meine Freundin hat einen, der leuchten kann. Aber in grün. Oh, oh. Da kommt ein Bubble. Ein Bubble. Kann auch springen. Ist der cooler als der von deiner Freundin oder ist der von deiner Freundin cooler? Der da. Der? Weil der so groß ist, gell? Wir schneiden es mal ab. Wop, wop, wop. Wop. Bubble, bubble. Ah, wir können auf jeden Fall Punkte vergeben. Wir geben Schulnoten, okay? Eine 1 ist richtig gut und eine 5 ist schlecht. 1. 1. Bestes. Und das Hasenhörnchen? Wie viele Punkte bekommt Lisa? Auch 1. Alles mit Horn kriegt eine 1. Bist du Einhorn-Fan? Ja. Vorhin habe ich, glaube ich, noch was gesehen. Du hast schon in unsere Tüte geguckt. Was war das denn? Ein Eis. Ein Eis. Vielleicht war das Ablenkung. Das Eis war nur zum Schutz, dass du nicht schon wieder in die Tüte reinschauen kannst. Okay, dann schauen wir mal, was wir als nächstes nehmen. Oh, was richtig cooles. Pferde und Mädchen und die kann man anziehen mit Stickern. Wie findest du das? Da können wir schon mal die Sticker rausnehmen. Hey, komm raus. Oh, das Pferd ist ja hübsch. Sogar mit Federn im Haar. Ein Schimmel oder einen braunen. Das ist ein Fuchs. Ha. Was gefällt dir am besten? Nee, der weiß nicht. Dein brauner.
Der gefällt dir am besten? Ja. Rat jetzt mal, wie der heißt. Haselnuss. Nein! Es ist eine Nascherei. Eiscreme. Nein, was ist braun? Schokolade. Ja, Schoko. Oh! Der wird sicher schön ausschauen. Was? Bist du ein Pferdeköpfe? Er hat doch Pferdeköpfe. Da sind verschiedene Blässen und die haben schon ein Zaumzeug. Ach so, dann kannst du jetzt einen Kopf über den Kopf drüber kleben. Outfits für die Puppe gibt es da hinten auch noch. Schön. Boah, da gibt's aber viel. Was nimmst du noch? Mit Sterne. Aber Sterne gehen immer, oder? Müssen wir es wieder suchen? Das. Hier. Schön, das passt auch ganz genau zum Sattel. Jetzt brauchen wir noch ein Outfit für sie. Das ist du? Ja. Die Haarfarbe passt, ja. Welches Outfit gefällt dir? Sterne. Stimmt. Alles abgestimmt, ne? Oh, guck, es gibt sogar einen Igel. Den können wir dazu tun als Haustier. Wieder ganz dahin. Oh, da gibt es so schöne Sachen. Das hätte ich alles gerne in echt. Das glitzert auch ein bisschen. Wo ist das Pferdchen? Wir haben es verloren. Es ist ausgebüxt. Ja. Die da. Ich glaube, man merkt, du magst rosa, stimmt's? Ja. Einfach wieder Truff auf den Kopf. Schoki und Jana. Und wir holen das nächste. Das nächste ist ein Ball. Kennst du die? Wir haben die nämlich überall im Laden gesehen. Da gab es große, kleine, mittlere. Ein Überraschungsball. Und da ist ein Überraschungshaustier drin. Und so Zusätze für dein Haus. Willst du reinschauen? Okay. Gefährlich. Das ist ja ein Witz. Das ist jetzt gleich nochmal eingepackt und dann nochmal. Die wollen, dass wir ewig brauchen, um da dran zu kommen. Die wollen auch, dass wir es erst ein bisschen später sehen. Was ist das? Es war einfach so umgedreht. Mysteriös. Ich glaube, es ist eine Katze. Oder ein Stinktier. Bitte, du kannst es versuchen zu öffnen. Sieht man schon was? Da ist ein Loch. Und was ist drin? Da sieht irgendwie aus wie Karten. Müssen die das immer so schwer zumachen? Schon wieder was zum Auspacken, ne? Ja. Hey, du bist pink. Ja, schau du mal durch. Oh, alles rosa. Ein Outfit. Es müsste mindestens ein kleines Tier sein. Eine Schaufel, eine Leckerli-Schaufel. Ich glaube schon, dass es ein Hund ist. Schau mal, da ist ein Hundeknochen oben. Es ist ein Hund, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Hund. Oh, süß. Was ist eine Windel? Ein T-Shirt, oder? Und so einen Riesenkopf. Ein Getränk. Was ist da drin? Eistee. Milch. Cola wird nicht drin sein. Wer weiß, der Hund hat eine Frisur, Stirnfransen, blonde Haare. Vielleicht trinkt er auch Cola. Alles rosa. Und wie viele Punkte gibst du? Zwei. Eine zwei, weil es so mittelcool nur ist? Ja. Es ist nicht so gut durchdacht, ne? Jana? Hm? Hast du Lust auf was Süßes? Ja. Oder lieber auf einen Hotdog? Was ist das? Das ist kein echtes Hotdog. Was ist das? Glaubst du, der Hotdog schmeckt süß? Ja. Sollen wir ihn probieren? Hier geht's ein bisschen mal auf den Weg. Wie cool ist der bitte? Ein Hotdog. Er besteht aus einem Hotdogbrötchen und Gurke. Gurke. Und Paprika. Das ist Ketchup und Senf. Dann probieren wir mal. Aber schaut auf, das ist wie Paprika. Ja, stimmt. Tada! Noch immer verpackt. Das ist ja alles hundertfach verpackt. Jetzt aber fertig. Was probieren wir als erstes? Einmal abbeißen. Draußen. Eine Mogelpackung. Das ist gar kein echtes Hotdog. Es zerfällt. Ich bin gesund. Ich nehme die Gurke. Das sieht aus wie eine Erbsenschote. Schmeckt's? Was ist das? Das ist, glaube ich, das Würstchen. Schulnote. Eins. Weil man es essen kann. Würde ich auch sagen. Du nimmst noch Ketchup und ich nehme Senf. Sarina, Hotdog? Danke. Ich will von allem ein bisschen. Sie ist schon wieder die Hälfte auf. Guck mal, wir haben schon nichts mehr. Zeit für noch was zum Spielen? Bist du noch in Teststimmung? Bereit für das nächste, okay. Kennst du ein berühmtes Pferd? Vielleicht aus einem Film oder einer Serie? Naja, zum Beispiel ja Amadeus. Und Sabrina? Und Sabrina, die sind zum Beispiel. Aber kennst du noch welche? Vielleicht ein Wildpferd. Auch von Pippi und Dina? Nein. Von einem anderen Film. Vielleicht kennst du ihn gar nicht und wir stellen ihn dir jetzt vor. Es ist ein Er. Ach so, unterm Teppich. Ja, da ist es versteckt. Damit du nicht wieder spickst. Spirit? Kennst du den? Du kennst Spirit nicht. Her damit! Spirit ist ein Wildpferd. Das ist Spirit. Und die Tafel kennst du aber, oder? Was kann die? Kann man drauf malen. Sarina, du musst malen. Ich kann echt nicht schön malen. Wir tauschen mal Platz. Du schrottest wieder. Ich habe schon mal die Lampe niedergerannt. Sorry, ich war's. Das müssen wir auf jeden Fall schön auspacken, weil das ist zu schön zum kaputt machen. Ich habe es gerade schon zerrissen.
Schnapp mir noch einen Hotdog. In diesen Spielzeugverpackungen müssen die echt noch arbeiten. Ne? Was soll denn das Panther sein? Und das ist jetzt unsere Vorlage und so schön müssen wir das auch zeichnen, okay? Schaffen wir das gemeinsam? Oh, guck! Stempel! Ja. Und weg! Kannst du auch mal stempeln? Guck ich mir schneller! Magst du anfangen? Die Mähne? Schön. Ja, mach einfach mal von der Seite, ey. Wallende Mähne. Jana, wir müssen mal einen Filmabend machen und Spirit gucken. Also ich habe auch noch nicht so eine schicke Braue bei einem Pferd gesehen. So schön. Und die Augen. Probier mal, dahin Spirit zu schreiben. Dann kommt ein R, wieder ein I und zum Schluss ein T. Sehr schön. Ein Kunstwerk. Und das muss jetzt immer da drauf bleiben, okay? Das kleben wir mit Tape fest. So, keiner darf es zerstören. Welche Note gibst du? Auch eins. Blödeste war auf jeden Fall diese LOL-Kugel. Hier liegt das. Ah ja, das. Ja. Und was wäre jetzt am aller coolsten? Das Hotdog. Sie ist definitiv mit mir verwandt. Ich bin so stolz auf dich. Gucke. Wir müssen auf jeden Fall Lisa mit dazu holen. Willst du noch irgendwas zu den Leuten hinter der Kamera sagen? Willst du irgendwen grüßen? Wen? Alle, die du kennst. Einmal will Jana bitte alle, die sie kennt, grüßen. Liebe Grüße. Vicky, wen willst du grüßen? Ich muss erst wen raussuchen. Wenn ihr nämlich den Hashtag VickySaridaFam in die Kommentare schreibt, könnt ihr gegrüßt werden. Und ich suche wen aus. Ich suche wen aus, Leute. Ivana. Hallo, Victoria und Sarina. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich grüßt. Heiße Ivana. Ganz viele Herzchen. Und liebe Grüße an dich. Liebe Grüße. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, der Laden hat so coole Sachen gehabt. Das heißt, Potenzial für einen Teil 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.